Wir stehen nochmal auf und wollen zusammen beten. Jesus, wir danken dir, dass heute ein Tag der Freiheit ist, Jesus. Ein Tag der Gnade, ein Tag der Rettung, ein Tag der Veränderung. Und ein Wort vom Himmel und alles verändert sich, Jesus. Wir danken dir. Jesus, wir laden dich ein, dass du jetzt alles übernimmst, dass du das sagst, was du sagen willst, dass du das vollbringst, was du in unseren Herzen als notwendig findest, Jesus. Dass wir nicht das hören, was wir wollen, sondern das, was wir brauchen, Jesus, heute. In Jesu Namen. Danke. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt alles erfüllst hier drin, dass hier drin ein Ort ist, wo wir deine Stimme hören, Heiliger Geist. Wir machen uns auf für dich in Jesu Namen. Amen. Bevor du dich hinsetzt, sag mal deinem Nachbar, mach deine Ohren auf für das Wort Gottes. Halleluja, Halleluja. So, wir haben heute ganz viele Gäste hier. Ich möchte nur ein paar herauspicken. Können mal alle aufstehen, die über 500 Kilometer gefahren sind. Kurz mal aufstehen, die über 500 Kilometer gefahren sind. Warte kurz. Okay. Seid aus Kloppenburg gekommen, ja? Und der Herr hat schon gewirkt, ganz mächtig in euch und durch euch. Wunderbar, könnt ihr hinsetzen. Ihr seid von wo? Schleswig-Holstein, herzlich willkommen, ja, hier in Baden-Württemberg. Und ihr seid? Bautzen, Halleluja, preist den Herrn, Bautzen sogar, ja. Wunderbar. Eigentlich sollte noch ein Cousin von mir da sein, ein Pastor aus Kanada. Wir wissen nicht, warum er nicht da ist. Wenn er während der Predigt auftaucht, dann Halleluja, du bist da. Komm mal kurz da vorne. Du bist ein Pastor, du bist da vorne. Nimm deine Frau mit, ja. Nimm deine Frau mit, ihr seid jetzt zu zweit. Vorne sind zwei Plätze frei, meine Plätze sind frei, ihr dürft dich da hinsetzen. Ja, Andreas Bruckner aus Kelowna, Nähe Vancouver, aus Kanada, ein Pastor. Herzlich willkommen. Dürft euch vorne hinsetzen und genau, wunderbar. Heute habe ich pastorale, wie soll man sagen, Augen hier, der wird jetzt aufpassen, dass ich alles theologisch richtig sage, ja? Ganz genau, wunderbar. Wunderbar, das Thema heute ist schwierige Umstände. Wer von euch hatte schon mal schwierige Umstände? Wir leben in einer, erstmal persönlich von mir, ich hatte dieses Jahr Angriffe wie noch nie in meinem Leben. Druck wie noch nie in meinem Leben. Und meistens kriegt man das in der Familie mit, also zu Hause. Und meine Eltern haben gesprochen und mein Vater sagt zu meiner Mutter, hoffentlich dreht er nicht durch. Das ist kein Witz jetzt. Es war enorm, was da abging. Und aber ich bin nicht durchgedreht, sondern stärker geworden. Halleluja. Und vielleicht fühlst du dich auch in so einer Zeit. Gaspreise gehen hoch, Corona-Probleme. Deine Baumaterialien werden nicht geliefert. Wie soll ich alles zahlen? Wie soll ich meine Miete zahlen? Wie soll es weitergehen? Wie geht es weiter? Soll ich auswandern, ja oder nein? Was soll ich tun? Das sind solche Fragen gerade in der Welt um uns herum, wo wir oft nicht weiter wissen. Wie geht es weiter überhaupt? Und wir leben in einer Zeit der schwierigen Umstände, aber genau in diesen Zeiten will Gott sich umso mehr verherrlichen. Wollen wir mal reinschauen? Amen. Wollen wir mal reinschauen, was die Menschen in der Bibel gemacht haben, die schwierige Umstände haben? Wollen wir lernen? Nicht von mir, sondern wollen wir lernen von dem, was Gott uns gegeben hat. Seid ihr bereit dafür? Lasst uns mal in die Geschichte reingehen von Josef. Wer von euch kennt Josef? Ja, schon mal gehört. Sehr gut. Die nächste Person, die ich gleich erwähne, mal gucken, wer den kennt. Josef. Josef ist geboren als ein Befreier, als einer, der Rettung bringen soll. Josef ist ein Mann, der von Gott berufen wurde. Er hat mehrere Geschwister gehabt oder hat mehrere Geschwister. Und dieser Josef hat von Gott eine Prophetie bekommen. Du wirst herrschen. Kennt ihr die Geschichte, ja? So, erster Fehler, was er gemacht hat. Das richtige Wort zur falschen Zeit zu den falschen Leuten gesagt. Erste Lektion. Wenn du in schwierige Umstände kommst, kann es sein, weil du die richtigen Sachen zur falschen Zeit, zur falschen Person gesagt hast. Erste Lektion.
Was war die Folge? Er wurde abgestoßen, über ihn wurden Lügen erzählt, er wurde verkauft, er wurde weggedrückt aus der Familie, über ihn wurde erzählt, dass er was weiß ich wo ist. Warum? Weil Neid da war, Eifersucht, und Leute wollten ihn nicht mehr da haben. Seine eigene Familie. Was ist geschehen? Seine eigene Mutter ist gestorben. Seine Brüder hassten ihn, der wurde verkauft. Weil er nicht auf den Kairos-Moment gewartet hat, um das zu offenbaren. Achtet darauf, mit wem ihr was redet. Müdes Amen. Alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Was ist passiert? Josef ist treu geblieben. Er wurde verletzt von seinen Geschwistern. Er wurde verletzt von den engsten Leuten um ihn herum. Er wurde abgelehnt. Er wurde missbraucht. Er wurde verkauft. Was ist geschehen? Er wurde niemals bitter. Wenn du in schwierigen Umständen wirst, ist das Entscheidende, ob du erfolgreich wieder rauskommen wirst, nicht wie schlimm deine Umstände sind, sondern was du tust in diesen Umständen. Für Gott ist es gar kein Problem, dich in einer Sekunde zu transferieren. Gar kein Problem. Aber was machst du in diesen Momenten, wo Leute dich ablehnen, dich verletzen, dich fertig machen, Lügen über dich erzählen, dich rauskicken aus der Gemeinde, raus aus der Familie, raus aus der Ehe, raus aus deinen Finanzen, raus aus dem Geschäft? Josef hatte einen Schlüssel, er wurde niemals bitter. Er hat gesagt, okay, ich bin offensichtlich nicht in Gottes Willen, denn Gott hat zu mir gesprochen, ich werde herrschen. Was ist passiert? Ich werde abgelehnt, bin irgendwo drin, wurde verkauft, bin Sklave. Offensichtlich nicht Gottes Wille. Vielleicht bist du offensichtlich nicht in deiner Berufung. Offensichtlich. Und doch arbeitet Gott an deinem Herzen. Offensichtlich. Und dieser Josef, er wurde nicht bitter. Was hat er gemacht? Er hat gesagt, okay, ich bin halt hier, wo ich bin. Offensichtlich nicht mein Platz, aber trotzdem werde ich Gott dienen. Was geschehen? Er kommt in so ein Haus, er wurde verkauft als Sklave zum Potiphar. Potiphar, so ein hoher Mann da damals im Reich dort. Und was macht dieser Josef? Er sagt, okay, ich bin jetzt hier der Hausverwalter. Wenn ich jetzt House-Sitting machen soll und Hausverwalter, dann mache ich das halt. Leute, die erfolgreich aus schwierigen Umständen rauskommen, sind Leute, die nicht warten auf ihren Dienst, sondern die das tun, was Gott gerade gibt. Da ist egal, ob du Beamer-Dienst machst oder Lobpreis oder Tontechnik oder Kamera. Applaus an unsere Techniker. Warte nicht auf deinen Job, bis er kommt, sondern sei treu in dem, was gerade benötigt wird. Ich finde, die Helden der Gemeinde sind gerade oben beim Kinderdienst. Oder? Ja. Halleluja. Die sollen noch mehr Herrlichkeit haben wie wir da oben, ja? Genau. Was geschehen? Josef hat gesagt, okay, ich diene Gott. Und dann macht er einen richtig guten Verwalterjob dort. Der Potiphar sieht, wow, das ist ein Mann des Gelingens. Die Bibel sagt, alles, was er tat, gelang ihm. Das heißt, Josef war ein Mann des Gelingens. Potiphar hat es gesehen, hat nichts mehr gemacht, außer sich bedienen zu lassen. Und dieser Josef war ziemlich gut in dem, was er tat. Und er hat etwas bewiesen, Treue im Kleinen. Und wer im Kleinen treu ist, den wird Gott über Großes setzen. Und er war ziemlich treu. Und was geschehen? Eines Tages war Potiphar weg, also der Chef da, ja, und seine Frau war da. Und die Bibel sagt, dass Josef war schön von Gestalt. Also auf Deutsch, er sah gut aus. Manche lachen schon. Potiphas Frau sieht ihn an und sagt, das wäre gut, mit ihm ins Bett zu steigen. Und versucht ihn, komm. Und er weiß eins, und diese Aussage finde ich krass. Wenn ich mit dir schlafe, dann sündige ich nicht gegen dich oder mit dir, ich sündige vor Gott. Er war immer fixiert bei allen Situationen, in allen Herausforderungen, in allen Situationen. Es ging nicht um Mensch zu Mensch, es ging seine Position vor Gott. Darum ging es. Und er hat Gott gedient, er hat etwas richtig gemacht. Er war treu Gott gegenüber und er wollte nicht sündigen. Was ist geschehen? Die Frau reißt da ein Stück von seinem Rock da ab und sagt, er wollte mich vergewaltigen. Und Potiphar kommt nach Hause. Was? Du wolltest meine Frau vergewaltigen? Ab ins Gefängnis.
Josef war treu den Menschen gegenüber. Josef war treu Gott gegenüber. Und was war sein Lohn? Ab ins Gefängnis. Vielleicht fühlst du dich gerade so, wie wenn du treu warst dein Leben lang und trotzdem bist du im Gefängnis. Wenn das dich betrifft, steh mal kurz auf. Wir wollen jetzt beten für eine himmlische Freisetzung deiner Gefängnistüren. Wenn du dich fühlst, dass du Gott treu warst und trotzdem sitzt du wie im Gefängnis. Steh mal kurz auf, wenn es dich betrifft. Ich spüre, hier sind Menschen, die hier gleich freigesetzt werden. Leg einfach deine Hand auf dein Herz. Vater, wir danken dir, dass heute himmlische Freisetzung zustande kommt und dass diese Gefängnistüren jetzt aufgehen werden in Jesu Namen. Und während die Gemeinde betet, werden Gefängnistüren aufgehen. So steht es im Neuen Testament. Und wir beten jetzt, dass innere Gefängnistüren aufgehen in Jesu Namen, in jedem Einzelnen in Jesu Namen. Und obwohl wir treu sind, Vater, wirst du jetzt Gefängnistüren aufmachen in Jesu Namen. Wir danken dir, dass jetzt übernatürliche Freiheit geschieht in Jesu Namen, in jedem einzelnen Herzen in Jesu Namen. Die ganze Gemeinde sage... Moment, darfst du dich hinsetzen? Und Josef, er war im Gefängnis. Was hätte es machen können? Gott, warum lässt du das zu? Wie oft höre ich das? Gott, warum bist du so? Das hat er niemals gefragt. Gott, warum lässt du das zu, dass dass Lügen über mich erzählt werden? Dass Menschen mich ablehnen? Gott, warum lässt du das zu? Ich habe doch nichts falsch gemacht. Warum, 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 warum? Das Letzte, was er mich gefragt hat, ich selber in der Krankheitszeit, wo ich war, dieses Warum, 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 das ist wie eine Spirale der Depression, wo dich runterzieht. Die Antwort der Bibel ist nicht warum, warum, warum. Die Antwort ist wie, wie, wie. Gott, wie komme ich raus? Gott, wie soll ich handeln? Gott, wie geht's weiter? Halleluja. Ich lade dich ein, dass du die Frage änderst zu wie, Gott, wie geht's weiter? Und dieser Josef, er war Gott treu und er fragt nicht, Gott, warum lässt du das zu? Ich habe doch alles richtig gemacht und jetzt bin ich im Gefängnis. Und er sitzt da in diesem Gefängnis drin und war wahrscheinlich kein so hoch sauberes Gefängnis wie bei uns. Und die Ratten laufen da rum und die Kakerlaken sind da und alles ist da toll. Und er sagt, Gott, ist das die Berufung meines Lebens? Gott, du hast mir doch was anderes verheißen. Gott, warum bin ich hier in diesem Gefängnis drin? Gott, warum? Nein, er hat das nicht gefragt. Was hat er gemacht? Wunderbar, ich bin im Gefängnis. Was kann ich tun? Die Möglichkeiten sind sehr klein, aber weil er treu war, wurde er der Chef des Gefängnisses. Du kannst mitten in dem Ort, wo eigentlich Gefangenschaft ist, plötzlich scheinen voller Freude, voller Licht, weil Gott in dir ist. Ja, das ist das Wichtige. Gott hat immer geschaut, wie geht er um in krassen Situationen, bevor seine Berufung zustande kam. Und was ist geschehen? Er wurde der Chef und dann hat er gedacht, jetzt mache ich mal eine Abkürzung. Ich sage diesem Mundschenk und diesem Bäcker, wenn die rauskommen, dann sollen sie sich an mich erinnern. Nächste Lektion, bitte niemals eigene Abkürzungen. Alle zusammen, bitte niemals eigene Abkürzungen. Wenn du versuchst, deinen Weg abzukürzen, wirst du es verlängern. Bitte arbeite nicht mit deinen Beziehungen, mit deinem Geld, mit deinen Möglichkeiten. Auf gar keinen Fall mit Manipulation. Auf gar keinen Fall mit irgendwelchen komischen Methoden. Versuche nicht, eine Abkürzung zu machen. Wenn du diese Blumen in der Schönheit siehst, dann deswegen, weil sie ihre Zeit gebraucht haben, um rauszukommen. Wenn du sie rausziehst, bringst du Tod. Schneller! Wachs schneller! Zu viel Druck, tot. So ist es im geistlichen Leben bei uns auch. Wir brauchen bestimmte Zeiten. Und als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Ja? Und was ist geschehen? Der Josef wird ein richtig guter, wie soll man sagen, Gefangenenverwalter. Er wird der Chef von dem ganzen Ding da und er wird richtig gut. Und dann sagt er, bitte, ihr beiden, erinnert euch, wenn ihr rauskommt. Er wusste, er wird irgendwann rauskommen, aber es sollte ein bisschen schneller gehen. Tag für Tag bin ich hier in meinem Gefängnis. Und was geschieht? Beide vergessen ihn. Jawohl, genau, ja. Nur der eine. Und er wird vergessen. Und keiner denkt mehr an ihn her. Und plötzlich geschieht etwas. Die große Not kommt über dieses Land. Keiner kann mehr helfen. Und dann erinnert man sich an einen. Da gibt es einen in deinem Gefängnis. Da gibt es einen in deinem Gefängnis. Bitte hört jetzt zu, jetzt ganz wichtig. Und Josef wurde vom letzten Mann,
im Reich, zum zweiten Mann im Reich, innerhalb eines Tages. Damit Gott dich erheben kann vom Letzten zum Höchsten, dauert es genau einen Tag. Damit Gott deinen Charakter vorbereitet für deine Berufung, dauert es manchmal dein halbes Leben. Bitte lass zu, dass Gott an deinem Herzen arbeitet. Bitte lass zu, dass Gott an deinem Herzen arbeitet. Schmeiß den Stolz raus. Lass zu. Was ist geschehen? Josef wird der zweite Mann. Er bringt echte Rettung. Hungersnot kommt, er macht das alles richtig gut. Er hat es ja bewiesen, er kann verwalten. Und er macht es richtig gut. Und was geschieht? Er bringt Rettung. Er hat richtig Leben, weil er es gut organisiert hat. Und Tausende, Millionen oder wie viel da waren, werden alle gerettet. Und was geschieht? Wir wollen in eine Bibelstelle reingehen. Er hat ja seine Brüder jahrelang nicht gesehen. 1. Mose 45, Vers 5, ja, ist gut. 1. Mose 45, Vers 5. Er hat seine Brüder ja jahrelang nicht gesehen. Sie haben ihn attackiert, sie haben ihn abgelehnt, sie haben ihn vergewaltigt, sie haben Lügen über ihn erzählt, sie haben ihn weggedrückt, sie haben ihn ganz bewusst aus der Familie rausgekickt. Ganz bewusst. Und jetzt kommen die und fragen nach Essen. Er ist derjenige, der mit einem Schnipsen sie töten kann. Er ist jetzt in der Position, genau andersrum. Er steht dort als der große zweite Mann im Reich und wenn er nur so macht, sind die tot. Achtet, was jetzt kommt, die erste Begegnung. Er kämpft mit seinen Gefühlen, er muss weggehen, er kommt wieder zurück und so weiter. Er kämpft richtig mit seinen Gefühlen. Das ist nicht schlimm, wenn du mit deinen Gefühlen kämpfst. Aber was geschieht? 1. Mose 45, Vers 5. Josef spricht zu seinen Brüdern. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Wow. Kannst du das sagen, dass die Leute, die gegen dich gegangen sind, die dich verletzt haben, die aus der Gemeinde rausgeschmissen haben, aus der Ehe raus, Finanzen weg, Mobbing weggedrückt, verletzt auf die tiefste Ebene, dass du ihnen sagen kannst, werdet nicht zornig auf euch selbst, denn Gott hat mich heute hierher gebracht. Ich möchte dich ermutigen, immer fixiert auf Jesus, nicht fixiert auf deine Probleme. Immer fixiert auf den König, nicht fixiert auf deinen Nächsten. Immer fixiert auf den Allerheiligsten und nicht auf die Schmerzen deines Lebens. Hör auf, rumzureden die ganze Zeit, was dir alles Schlechtes widerfahren ist. Das ist Zeitverschwendung. Das wirst du machen bis zu deinem Lebensende sonst. Hör auf damit, mach die Kurve und sag, ja, es ist geschehen, aber Gott. Alle zusammen? Aber Gott, ja? Halleluja, ja. Genau, aber Gott. Ganz wichtig, dass, du kannst ruhig erzählen, wie schlimm alles ist, aber bitte krieg die Kurve und sagst, aber Gott, er ist derjenige, der alles neu macht. Und wenn du mitten in diesen Umständen bist, sagst, Halleluja, ich bin in einem Prozess des Heiligen Geistes. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Was war die Folge von seiner Handlung? Eine Vereinigung, eine Versöhnung und eine Einheit der ganzen Familie. Wow. Wenn du bereit bist, Vergebung zu geben, ist die Folge Einheit, ist die Folge Vereinigung und Wiederherstellung von dem, was der Teufel geraubt hat. Amen. Ich lade dich ein. So, zweite Person. Wir wollen mal hineinschauen. Wir haben schon ganz viel gelernt vom Josef. Jetzt gebe ich euch mal einen Mann, der sehr unbekannt ist. Mal gucken, wie viele ihn kennen. Der Mann heißt Jephta. Jephta, Hand hoch, wer ihn kennt. Jephta, okay, hier drei Leute. Jephta, mein Papa kennt ihn, Halleluja. Genau, so knapp 10 Leute kennen ihn. Jephta ist ein Mann, der ist total unbekannt in der Alten Testament. Und er lebte in den Zeiten der Richter. Richter, wenn du mal lesen willst, kannst du das Buch Richter lesen. Und das Buch der Richter, da war das so, dass die Israel hatte keine zentrale Regierung. Das bedeutet, da gab es keine Regierung halt. Und wenn es keine Regierung gibt, dann macht jeder, was er will. Das ist schon das Problem überhaupt. Jeder macht, was er will. Also im Herzen eines Menschen ist natürlich nichts. Von daher, wenn jeder tut, was er will, dann geht es 100% daneben. Ja, immer. Also, jeder hat getan, was er wollte in Israel. Keine Regierung da. Was ist geschehen? Die haben anderen Göttern nachgelaufen. Ja? Das heißt, die haben andere Götter verehrt. Was war die Folge? Das ist ja Götzendienst nach Gott. Der Schutz Gottes war weg. Dann wurden sie übermannt, das heißt, sie wurden eingebrochen. Da kamen
die Philister oder die ganzen Leute, die halt reinkamen, die anderen Völker, die ganzen Feinde haben sie angegriffen, sie haben verloren. Dann haben sie Buße getan, weil sie kapiert haben, oh, wir brauchen Gott. Dann haben sie Buße getan, haben sich gedreht, haben gesagt, Gott, wir brauchen doch dich. Alles klar, wunderbar. Dann hat Gott gesagt, alles klar, ich hole jetzt einen Befreier. Dieser Befreier wurde erwählt, dieser Befreier wurde hingesetzt, der hat die Israel befreit und der war dann Richter, solange er gelebt hat, dieser Befreier. Und als er gestorben ist, ging das ganze Ding von vorne los. Gab keine zentrale Regierung, die haben getan, was sie wollten, sie haben wieder anderen Göttern nachgehurt, Götzendienst gemacht, dann wurden sie wieder überfallen, dann haben sie Buße getan, oh Gott, wir brauchen dich doch, alles klar, kein Problem, hier ist der Befreier, hier habt ihr ihn, der hat ihn befreit, wurde wieder alles gut, er wurde Richter, alles war gut, bis der Richter gestorben ist. Das ganze Ding ging wieder von vorne los. Achtung, das ist genauso bis heute. Wenn es dir gut geht, alles wunderbar, machst dein eigenes Ding. Und dann, wenn du Probleme hast, oh Gott, wir brauchen dich doch, alles klar, ich mache das hier, Befreier. Ich möchte dich einladen, auch in guten Zeiten Gott zu dienen. Diene Gott, wenn es dir gut, in guten und in schlechten Zeiten. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. So. Und einer von diesen Befreiern hieß Jephtha. Und er hatte eine dramatische Geschichte. Sein Papa heißt Gilead, seine Mutter eine Prostituierte. Das ist schon das Problem. Der ist fremdgegangen da mit der Prostituierten, dann ist ein Sohn entstanden namens Jephtha. Und weil der ein uneheliches Kind war, wurde er nach deren Kultur ausgeschlossen. Er wurde aus der Sippe ausgeschlossen, er wurde enterbt, er wurde verscheucht. Er musste ins Land Tob gehen, so hieß das Land Tob. Und dort hatte er keine Familie mehr. Er war ganz alleine, aber er hatte Leiterschaftsfunktionen. Das ist cool. Ja? Gott hat ihn ja ausgestattet mit Leiterschaftsfunktionen. Was war die Folge? Weil er auf der Straße war, waren ganz viele unwürdige Menschen um ihn herum. Wir wissen nicht, was es war, aber irgendeine coole Gemeinschaft war das. Ja? Ich weiß nicht, wie sie ihr Geld verdient haben und ob sie Leute ausgeraubt haben oder so. Keine Ahnung. Aber diese Leute mit dem Anführer Jephtha, der unnötiges Kind war und so und der ausgeschlossen wurde, da hat Gott in einem externen Land einen Befreier vorbereitet. Für Israel. Israel würde wieder geplündert, dann machen sie wieder Buße. Gott gibt uns einen Befreier. Und was macht Gott? Jephtha, deine Zeit ist jetzt. Ein unnötiges Kind, abgestoßen, weggedrückt, enterbt, ein Anführer einer unwürdigen Gruppe, aber Gott hat ihn vorbereitet und er nimmt diesen Jephtha, setzt ihn als Befreier ein und dieser Befreier befreit Israel. Und er wird Richter, solange er lebt. Ein Mann Gottes. Und Achtung, es gibt in Hebräer 11 gibt es eine Glaubensliste, eine Heldenliste. Kennt ihr die, ja? Von Abraham, Simson, David und so weiter. Die ganzen Helden des Glaubens. Und dieser Jephtha hat in die Hall of Fame geschafft. Ja, er hat es geschafft in Hebräer 11. Wir wollen es lesen. Hebräer 11, da ist er drin. Hebräer 11, 32. Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson und Jephtha, David, Samuel und die Propheten. Dieser Jephtha ist in einem Zug genannt mit David, Samuel und den Propheten. Ich lade dich ein. Es ist egal, wie deine Umstände sind. Es ist egal, ob du enterbt wurdest, ob du abgestoßen wurdest, ob du ein uneheliches Kind bist, ob du im Gefängnis drin sitzt. Es ist alles egal, wie deine Umstände sind. Es ist wichtig, was du in deinen Umständen machst. Und dieser Jephtha ist aufgeschrieben in Hebräer 11. Also die Liste der Glaubenshelden. Und ich glaube, diese Liste wird weitergeführt heute. Wenn wir die Hebräer 11 Liste im Himmel eines Tages aufschlagen werden, was meinst du, wer da noch alles drinstehen wird? Und ich lade dich ein, dass du auch da drinstehen wirst. Weil du durchhältst in schwierigen Umständen. Amen. Was hat dieser Jephtha bewiesen? Jephtha hat bewiesen, hey, ich gebe nicht auf, ich schaue auf den Herrn und ich lass nicht los. Halleluja. Wir wollen, es gibt ein Skript zu dieser Predigt, könnt ihr auch dann auf der Homepage runterladen, wer das schon hat, kann es angucken. Da gebe ich ein paar praktische Hilfen, das ist zwei Seiten, ein paar praktische Hilfen über, wie verhalte ich mich in schwierigen Umständen. Wir haben schon ganz viel gehört jetzt gerade eben von diesen Glaubenshelden mit Josef und Jephtha. Es gibt noch viel, viel mehr. Ich habe nur die zwei jetzt rausgeholt, einen Bekannten und einen Unbekannten. Was sollen wir machen in schwierigen Umständen? Wie verhalten wir uns und welche Tipps kann ich euch geben? Punkt Nummer 1, Gottes Wort. Gottes Wort ist größer wie deine Logik.
Wenn du in schwierigen Umständen bist, glaube nicht deinen Problemen, deinen Gefühlen, den Leuten, die irgendwelche komischen Sachen sagen, glaube Gottes Wort. Ganz wichtig. Punkt Nummer 2, erinnere dich an den Charakter Gottes und an sein Wesen. Gott ist immer gut. Glaube nicht diesen blöden Quatsch. Ja, er könnte sich ja verändert haben und so. Nein, Gott ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Hör auf mit dieser ganzen Rumzweifelerei. Gott ist gut und er bleibt gut und er wird gut sein und er hat alles in seiner Hand. Erinnere dich an die guten Zeiten. Erinnere dich an das, was Gott dir gegeben hat. Er ist gut und es verändert sich nichts. Er ist gut und es bleibt so. Und auch wenn du es nicht verstehst, ist er trotzdem, er ist größer wie dein Kopf. Gott ist größer wie unser deutscher Kopf. Du kannst zwar stundenlang deine Logik erklären, aber Gott ist größer als deine Logik. Müssen wir Deutschen kapieren. Gott ist größer wie unser Kopf. Ja? Punkt Nummer 3, was brauchst du? Gebet. Geh ins Gebet hinein. Du darfst zwar heulen und du darfst zwar zweifeln und du darfst auch Trübsal blasen und du darfst auch alles Mögliche, aber dann bitte krieg die Kurve und geh wieder ins Gebet. Aber Gott, ja. Und Punkt Nummer 4, bleib in der Gemeinschaft. Bleib in der Gemeinschaft. Wie oft höre ich das? Leute haben schwierige Umstände, gehen raus und sagen, aber keiner ruft mich an. Aber keiner ist da für mich. Aber keiner. Was erwartest du? Erwartest du von Menschen oder erwartest du von Gott? Wenn du wirklich erfolgreich in deinem Leben ans Ziel kommen willst, erwarte doch nicht von Menschen. Die werden dich zu 100% enttäuschen. Aber zu 100%. Wer sein Vertrauen auf Menschen legt, das ist jetzt schon daneben. Ja? Vertraue dem Herrn. Er hat das Beste da drin. Und wenn du in Gemeinschaft bleibst, die Bibel sagt, wo 2 oder 3 zusammen sind, bin ich in ihrer Mitte. Dann kommt Jesus selber und tröstet dich übernatürlich. Also wenn es dir schlecht geht, geh bitte nicht raus, geh hinein in die Gemeinschaft. Ja, bleibe unter der Gemeinschaft der Heiligen, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und erinnere dich an Gottes Wort. Das könnt ihr eben mitnehmen, dieses Handout. Gott braucht keine Arbeiter, sondern Anbeter. Dein Dienst wächst, wenn dein Charakter bereit ist. Verändere dich, dann veränderst du auch andere. Jetzt 3 wichtige Sätze hier, die ich euch mitgeben will hier vorne. Ein reifer Dienst ist das Resultat eines reifen Charakters. Okay, könnt ihr Amen sagen dazu? Passt, gell? Ein reifer Charakter wird in Gehorsam in schwierigen Situationen geformt. Manche lachen jetzt schon, ja. Also reifer Dienst, reifer Charakter. Wie kommt reifer Charakter zustande? Durch Gehorsam in schwierigen Umständen. Und Punkt Nummer 3, erkenne Gottes Potenzial in schwierigen Situationen. Gott gibt dir doch keine schwierigen Situationen oder lässt sowas zu, damit du da irgendwie kaputt gehst. Gott will da drin dein Herz verändern. Wenn du dann gehorsam bist, wird dein Charakter verändert. Wenn dein Charakter verändert wird, dann geht's bergauf mit deinem Dienst. Amen. Also wie gesagt, ein reifer Dienst ist das Resultat eines reifen Charakters. Ein reifer Charakter wird durch Gehorsam in schwierigen Situationen geformt. Und deswegen möchte ich ermutigen, erkenne Gottes Potenzial in schwierigen Umständen. Halleluja. Wir wollen in Gottes Wort hineingehen und gucken, an was sollen wir uns eigentlich erinnern in schwierigen Situationen. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13. Können wir es zusammen lesen? 1. Korinther 10, 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Das ist eine mega starke Bibelstelle hier. Hier steht drin, keine Versuchung hat euch ergriffen, außer eine menschliche. Also ziemlich peanutmäßig, ziemlich klein, ziemlich unwesentlich, ziemlich menschlich. Keine Versuchung hat dich jemals getroffen, die irgendwie dramatisch ist. Sie ist ziemlich menschlich. Aus deiner Sicht ist deine Versuchung dramatisch groß. Aus Gottes Sicht ist deine Versuchung nur menschlich. Gut, ein paar Glaubensamens waren da. Jetzt kommt die Kurve. Gott aber. Können wir es zusammen sagen? Gott aber. Ja, du hast schwierige Umstände. Ja, die Situation ist heftig. Aber bitte vergiss nicht, die Kurve zu kriegen mit den Worten,
Gott aber. Mach das bei jedem deine Kaffeekränzchen und deinen Telefonaten und deinen WhatsApp-Nachrichten und deinen Facebook-Post und deine ganzen Dinge, die du alles so veräußerst, jede Äußerung, und bring die Kurve mit Gott aber. Mitten in der Situation, Gott aber, er ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Achtung, hier steht was Wichtiges drin. Gott lässt nichts zu über dein Vermögen hinaus. Keine Versuchung ist größer wie das, was du packen kannst. Es gibt nichts, was du nicht schaffen könntest. Gott weiß doch, wie viel du packen kannst. Ja, Alex hier, ein erfolgreicher Papa, dem seine Kinder werden wir heute einsegnen, ja. Genau, und er weiß, wie viel sein Sohn packen kann. Ordentlich, ja. Und du gibst ihm keine 30 Kilos, ja. Weil er weiß, was sein Sohn packen kann. Wie viel mehr unser himmlischer Papa. Er weiß doch, was wir tragen können. Und es steht auch noch in seinem Wort. Und wichtig ist nicht dein Gefühl oder deine Umstände oder die Tatsachen. Wichtig ist Gottes Wort. Und das Wort sagt, dass er nicht zulassen wird über dein Vermögen hinaus. Verstehe eins, wenn du eine große Versuchung hast, mutet Gott dir was Großes zu. Er weiß, du kannst es packen. Er weiß, du packst das. Warum? Weil es gibt nichts, was er über dein Vermögen macht. Und wenn große Herausforderung, großer Druck und große Not zustande kommt in deinem Leben, weiß Gott eins, du packst das. Sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Achtung, hier steht drin, mit der Versuchung gibt es auch den Ausgang, oder Luther sagt, die Lösung. Die Antwort heißt, es gibt eine Lösung in deiner Situation. Wenn du in den Umständen bist und das Wort Gottes nicht liest, sagt der Teufel dir, aussichtslos. Geht nicht mehr, Scheidung, Kündigung, verschwinde von hier, geh raus aus der Gemeinde, es ist zu Ende mit dir, es wird immer schlimmer, du wirst sterben. So redet er. Gottes Wort sagt, mit der Versuchung schafft Gott den Ausgang, die Lösung. Du brauchst das Wort Gottes reingehämmert, wenn der Teufel dich belügt. Rede lauter mit dem Wort, wie das, was deine Umstände dir sagen. Glaube nicht das, was du hörst. Von irgendwelchen Umständen. Glaube nicht deinen Gefühlen. Glaube Gottes Wort. Und das Wort sagt, es gibt einen Ausgang in deiner Versuchung. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Es gibt eine Lösung für dein Problem. Wenn die Ärzte sagen, unheilbar, ist es heilbar bei Gott. Wenn die Leute sagen, unmöglich, ist es möglich bei Gott. Denn was unmöglich ist bei Menschen, ist möglich bei Gott. Und wenn Menschen zu dir sagen, unmöglich, dann ist es die Eingangstür für die Lösung Gottes, dass ein Wunder in deinem Leben geschieht. Ich lade dich ein, bitte hör nicht auf, das Wort Gottes zu lesen, es zu glauben, es auszusprechen, es zu essen jeden Tag, es zu verdauen, wie mit Aber Gott. Und dann kommt eine Bibelstelle rein. Aber Gott, nimm deine Verheißungen, nimm die Verheißungen, wenn du mit Angst kämpfst zum Beispiel, Panikattacken oder was auch immer. Sag, ja, es ist schlimm, ja, es passiert, ja, es kommt rein. Aber Gott hat gesprochen, ich habe keinen Geist der Angst, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und du sprichst Gottes Wort hinein in deine Situation und alles ist möglich für den, der da glaubt. Aber du brauchst eine Grundlage des Glaubens und das nennt man das Wort Gottes. Und hier steht drin, es gibt eine Lösung für deine Versuchung. Es gibt einen Ausgang für deine Situation. Die gibt's, weil das Wort es sagt. Ich kenne sie nicht, aber Gott kennt sie. Was braucht man dafür? Gemeinschaft mit Gott. Und dann zeigt er dir, da ist die Lösung. Geh raus. Das wird richtig gut. Und letztens, der letzte Satz noch da unten, sodass ihr sie ertragen könnt. Du kannst jede Situation in deinem Leben ertragen. Deine Gefühle sagen nein. Deine Umstände sagen nein. Dein Kopf sagt nein. Deine Gefühle sagen nein. Deine Verwandten sagen nein. Das Wort Gottes sagt doch. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, es geht nicht weiter, es ist unmöglich, ich halte nicht mehr durch. Das Wort Gottes, du kannst es ertragen. Du brauchst das Wort Gottes mitten in deinen Umständen. Du kannst es ertragen, weil die Bibel sagt, dass du es ertragen kannst. Und das Wort ist größer wie unser Kopf.
Okay, ganz wichtig. Okay, 1. Korinther 10, 13. Dann geht's weiter. Jakobus 1, Vers 4, Vers 2 bis 4. Jakobus 1, 2 bis 4. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Halleluja. Das Letzte, was du machst, ist, dass du dich freust, ja? Versuchung kommt, Halleluja. Ich freue mich. Juhu. Ehrlich, ehrlich, wer hat das schon mal gemacht überhaupt? Ja? Preis den Herrn. Es gibt 5 Helden, Halleluja. Da, preis den Herrn, okay. 10 Helden im Raum. Also die Gefühle ist ja genau das Gegenteil, was da hochkommt. Nicht Freude, aber Freude ist kein Gefühl. Freude ist eine Entscheidung. So. Indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und alles zusammen in nichts Mangel habt. Wow. Es gibt eine Kraft in der Versuchung. Wenn Versuchung kommt, wir fangen mal von hinten an, hat es ein Ziel, ganz am Ende, nichts Mangel haben. Wie beim Josef. Dass Josef keinen Mangel hat und das ganze Volk keinen Mangel hat. Ja, das ist das Ziel eigentlich. Also kapier, wenn ein Problem kommt, wenn eine Versuchung kommt, hat es ein Ziel, dich dahin zu bringen, dass du keinen Mangel haben wirst. Und wenn du ein Papa bist, dann deine Ehe keinen Mangel hat. Wenn du Eltern bist, dann dass deine Kinder keinen Mangel haben. Wenn du Hauskreisleiter bist, du und dein ganzen Hauskreis keinen Mangel habt. Wenn du selbstständig bist, du und dein ganzes Geschäft keinen Mangel habt. Wenn du Pastor, Lobpreisleiter oder was du bist, dass du und deine ganze Gemeinde keinen Mangel hast. Das ist das Ziel. Deswegen kann sein, musst du durch Versuchungen durch, nicht für dich, sondern für deine Familie, für deine Umstände, für deine Gemeinde. Ganz oft so. Deswegen sagt Paulus auch, betet für mich, weil er wusste, es ist doch nicht wegen mir, dass ich da Angriffe habe, sondern wegen der Stellung, die ich habe in der Gemeinde. Also von hinten fangen wir an. Was passiert bei Versuchungen? Versuchung hat ein Ziel, damit du in nichts Mangel hast. Wer von euch will da hinkommen in seinem Leben, dass ihr in nichts Mangel habt? Halleluja. Halleluja. Viel mehr Leute wie gerade eben mit der Freude, wo ich gefragt habe. Ja? Gut. Die beiden Sachen gehören aber zusammen, werden wir gleich lesen. Also, wenn du nichts Mangel haben willst, was musst du machen? Ausharren brauchst du. Das nennt man auf Deutsch Geduld. Halleluja. Das Ausharren, Vers 4, soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wow. Meinst du, dass es möglich ist, dass du vollkommen vollendet bist und in nichts Mangel hast? Ja? Es geht nach Jakobus 1. Wie ist das möglich? Das kommt durch Ausharren, durch Geduld. Jetzt Vers 3, wie kommen wir zu dieser Geduld? Also wie kommt dieses Ausharren zustande? Indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Dein Glaube muss bewährt werden. Wenn das bewährt, geschüttelt und gerüttelt wird, dann hat das ein Produkt, was am Ende rauskommt. Das nennt man Ausharren, Geduld. Und dieses Produkt hat ein Ergebnis, das heißt, in nichts Mangel haben. Also Bewährung des Glaubens bringt Ausharren. Ausharren in nichts Mangel haben. Okay? So, wie kommen wir aber zu dieser Bewährung eures Glaubens? Vers 2 geht's los. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Also, wie kommen wir am Ende da an, dass wir in nichts Mangel haben? Der Schlüssel ist, in jeder Versuchung sich für die Freude entscheiden. Lass dir deine Freude nicht rauben. Wenn du dir die Freude rauben lassen willst, durch alle möglichen logischen Situationen, hast du zwar recht, herzlichen Glückwunsch, du hattest recht, aber du hast dir den großen Segen geraubt, in nichts Mangel zu haben. Jesus hatte auch recht am Kreuz. Er war kein Sünder, er hing da am Kreuz, sündlos rum. Er hat auf sein Recht verzichtet, damit wir heute in nichts Mangel haben. Wenn du bereit bist, auf dein Recht zu verzichten, wird etwas freigesetzt für die nächste Generation. Schmeiß bitte dein Recht weg. Es geht doch nicht um deinen Kopf, es geht um sein Reich. Und, und,
Und wenn dann eine Versuchung kommt, sagst du, Halleluja, ich freue mich. Alle werden sagen, du bist verrückt. Halleluja, ich freue mich. Und alle Gefühle sagen, nein, ich freue mich überhaupt nicht. Doch, ich freue mich des Herrn. Es ist eine Entscheidung. Vielleicht hält sie auch nur 3 Minuten. Ist nicht schlimm. Nächste Entscheidung, vielleicht hält sie dann 4 Minuten. Dann werden Leute wieder auslachen, dann fällt sie wieder runter, dann hält sie vielleicht 5 Minuten. Es ist eine Übung. Dann übst du 10 Minuten, 20, halbe Stunde, ja? Und wenn du nicht mehr kannst, kommst du zur Gebetsstunde. Halleluja, ja? Brauchst du wieder neue Gemeinschaft, Wort Gottes, Gebet wieder, ja? Erinnere dich an die Zusagen Gottes. Und dann entscheidest du dich für die Freude und die Leute sagen, boah, wie schlecht geht's dir. Nein, mir geht's gut in Jesus Christus. Ich habe die Freude und bin im Sieg. Und alles in dir brodelt. Ich bin glücklich und habe den Sieg. Ja? Du lässt nicht zu, dass irgendwas Falsches aus deinem Mund rauskommt. Du bleibst in der Freude. Warum? Weil du eins kapierst. Die Freude hat das Produkt oder dass die Versuchungen etwas hervorbringen, nämlich die Bewährung unseres Glaubens. Und wenn die Versuchung kommt und Freude in dein Leben zustande kommt, dann kommt es hier zustande, laut diesem Wort, dass die Bewährung eures Glaubens ein besonderes Produkt rausbringt, das nennt man Ausharren, Geduld. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Es ist wie eine Währung im Himmel, wenn du das hast. Achtung, Jesus, ich habe Ausharren. Schau mal, das ist was Besonderes. Die meisten kommen nur mit so Klötzen an. Aber wenn du was wirklich Besonderes haben willst, im Himmel, brauchst du Ausharren, Geduld. Das ist wie so ein Juwel, ja, himmlisches Juwel. Und wenn du das eintauschst und sagst, hier ist Ausharren, ich gebe es weg, da kommt ein vollkommenes, vollendetes Werk, sodass du in nichts Mangel haben wirst. Letzte Bibelstelle und dann wollen wir ins Praktische hineingehen. Römer 8, Vers 18. Römer 8, 18. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Vers, Römer 8, 18. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ich denke, können wir das zusammen sagen? Ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, lieber Besucher, liebes Mitglied des Missionswerks Strahlender Freude, es wartet eine Herrlichkeit auf uns. Die ist größer wie deine Probleme. Viele haben mich gefragt, Daniel, was steht auf dem T-Shirt? Wollt ihr das wissen? Ich lese mal kurz vor, ihr könnt mal hier näher rankommen. Da steht drauf, ich mache mich groß, ja. Genau, damit ihr das lesen könnt. Pain, ich lese gerade vor, ja. Erstmal für die Online-Zuschauer. Pain is temporary, glory is forever. Also, Schmerz ist vorübergehend, die Herrlichkeit aber ist für immer. Römer 8, 18. Eigentlich ist es ein Sportler, kann man bei Lidl kaufen für 10 Euro davor. Okay. Sportler-Ding, das man nicht aufgibt beim Radfahren und so, ja. Meine Mama hat es dann wieder enger genäht und jetzt kann ich es als Predigtprodukt anziehen, ja. Das ist das, was Römer 8 sagt. Ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Bei meinem dritten Himmelserlebnis war im Jahr 2016, hat Gott mich in den Himmel entrückt und ich durfte im neuen Jerusalem sein. Ich durfte die ganzen Märtyrer sehen, Millionen von denen. Offenbarung 19, da steht drin, dass alle Gott loben. Und es war so eine Atmosphäre des Glaubens, es war so besonders, es war so herrlich. Wir hatten heute echt eine starke Lobpreiszeit, Stefan, richtig stark. Aber was da im Himmel war, sowas gibt's nicht. Also was gibt's auf der Erde nicht. Und Millionen Leute waren alle zusammen und alle haben Gott angebetet im Geist und der Wahrheit. Und sie haben Gott angebetet. Und es war so eine Atmosphäre der Erfüllung, das war phänomenal. Und Millionen Leute sind dort, alle beten Gott an. Links und rechts noch ein paar Engel, alle beten Gott an.
Und Gott erlaubt mir, diesen Blick zu haben im neuen Jerusalem. Und ich frage Jesus, Jesus, was sind das für Leute? Und Jesus sagt zu mir, das sind die Märtyrer, die ihr Leben gelassen haben, ihr Blut vergossen haben lassen für mich. Und sie beten Gott an, schon seit Jahren, Jahrtausend. Sie beten Gott an in Neuen Jerusalem, so beschreibt uns das, das Buch der Offenbarung. Und ich bin in dieser Gruppe mit drin und ich bin so fasziniert von dieser Herrlichkeit, die da drin ist. Es gibt nichts Vergleichbares. Und im hinteren Bereich dieser Gruppe stoße ich so einen Mann an. Und er guckt zu mir und er kommt ja gerade, also wie so total erfüllt, guckt er mich an und ich sehe in seinen Augen Herrlichkeit. Boah, das ist schön. Total erfüllt, absolut, also da gibt es nichts mehr irgendwie, was er braucht. Vollständige Herrlichkeit. Und ich frage ihn, hey, du bist ein Märtyrer. Ja. Und ich frage ihn, hey, ist es nicht schlimm für dich gewesen, dass du sterben musstest auf der Erde, dass du dein Blut vergossen hast für Jesus? Dass sie dich gequält haben, dass sie dich getötet haben, dass du als Märtyrer sterben musstest. War das nicht schwer? War das nicht heftig für dich? Und dieser Mann, er kommt ja gerade mitten aus der Anbetung Gottes. Er guckt mich an mit seinen Augen der Erfüllung und er sagt, jede Minute auf dieser Erde hat sich gelohnt für die Herrlichkeit, die ich heute habe. Als ich das verstanden habe, habe ich kapiert. Ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ich lade dich ein. Das sagt Jesus, ja, die Schmerzen sind schlimm, aber die Herrlichkeit ist größer. Jesus, ich möchte mich entscheiden, ab heute bis zum Ende meines Lebens dir dankbar zu sein. Wir haben es heute, Erntedankfest. Wir wollen Gott dankbar sein. Für alles, was wir haben, aber ganz besonders für unser Leben. Gott, wir wollen nicht rumnörgeln, wir wollen nicht rumzweifeln, wir wollen dir treu sein bis zum Ende unseres Lebens. Wenn du diese Entscheidung treffen willst, steh kurz auf und wir machen uns eins im Gebet. Jesus, du siehst jede Person, die jetzt aufgestanden ist und wir entscheiden uns jetzt heute ganz neu für deine Herrlichkeit in Jesu Namen. Und hier ist dein Wort, sagt, die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Die an uns offenbart werden soll. Und ich mache mir jetzt eins mit meinen Brüdern und Schwestern hier in diesem Raum. Und wir sprechen hinein, Vater, dass eine große Herrlichkeit sich ausbreiten wird in jeder einzelnen Familie in Jesu Namen. In jedem einzelnen Ehe, in jeder einzelnen, jeden Körper in Jesu Namen. In jedem einzelnen Geschäftsleben, in jedem einzelnen emotionalen Bereich in Jesu Namen. Wir sprechen jetzt hinein, dass der Teufel keine Macht hat in Jesu Namen. Teufel, verschwinde aus unserer Gemeinde in Jesu Namen. Verschwinde von den Online-Zuschauern. Verschwinde jetzt hier von jedem Besucher in Jesu Namen. Wir brechen jetzt diese Mächte der Finsternis. Und wir danken dir, dass jetzt deine Kraft zustande kommt, deine Liebe jetzt fließt, deine Herrlichkeit jetzt ausbreitet in Jesu Namen und dass die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber deiner Herrlichkeit, gegenüber der Herrlichkeit, die du uns offenbart werden wird in Jesu Namen. Danke, Jesus. Und wer will, kann mir gerne nachsprechen. Jesus, ich entscheide mich heute, dir treu zu bleiben. In jedem schwierigen Umstand, in jeder schwierigen Situation will ich auf dich schauen, dem Anfänger und Vollender meines Glaubens. Jesus, danke, dass du am Kreuz treu bliebst, dass du mich gerettet hast. Heute bin ich frei. Ich will dir gehorsam sein und ich entscheide mich, nicht rumzunörgeln, mich nicht zu beschweren, sondern dich anzubeten, auch wenn ich weinen muss. Dich zu loben, auch wenn es mir schwer ist. Dich zu erheben, egal wie es meiner Ehe geht, egal wie es meiner Familie geht. Egal wie meine Finanzen aussehen,
Gott, du bist größer. Und ich danke dir, dass die jetzigen Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbar wird. Jesus, ich entscheide mich heute, nur mit dir zu laufen und dir treu zu bleiben. Amen.